bräuchte Handschuhe. Wir gucken uns nochmal die Fibel an. Warum habe ich denn da jetzt einen Haken bei? Ich habe doch das Ei noch gar nicht. Okay, da ist aber ein Haken dran. Das bedeutet, erstmal, ich würde sagen, ich hab's. So. Okay, wo war denn das letzte Schnabeltierei? Wo lag das denn rum? Ein Erdschnabeltierei. In der dunklen Gasse war keins, ne? Nein. Und hier oben am Apotheker war auch keins. Vor Docs Werkstatt. Oh, oh. Bellevue. Oh, oh. Piepskugel, vielen Dank für deine Host. Hier war jetzt auch kein Ei, ne? Irgendwie. Ist denn hier... Ach, da ist hier eins, natürlich. Nehmen wir das doch mal. Aha. Da ist noch eins. Tirili, meine Sammlung wächst. Sieht nach Minigame aus. Und zwar sowas wie, hier, ne, schlag den Erdwurf, ne? Maulkappe. Also ihr wisst, was ich meine. So. Dafür, dass Deponia eigentlich so eine lebensfeindliche Welt ist, kreucht und fleucht doch sehr viel Getier Korai, schönen auf Abend. Dem Planeten umher. Schön, dass du da warst. Jetzt haben wir auch noch kleine Erdmännchen, sind wir schon die man mit einer Erdmännchenfalle am besten halt versuchen könnte einzufangen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Dieses ist wieder eines. Und fast schon als Analogie zum Teil 1 haben wir auch wieder eins mit einer Springerzugmechanik. Hier ziehen wir mal nicht selber wie ein Springer auf dem Schachbrett, aber das Erdmännchen bewegt sich so ähnlich. Das ist ein ganz leichtes Minigame, damit werdet ihr keine großen Probleme haben. Und deswegen erzähle ich doch lieber wieder was über die Fauna von Deponia. Ja, was haben wir denn da nicht alles? Die Schnabeltiere natürlich. Die sich großer Beliebtheit erfreuen, Erdmännchen, Wombats, von Wombats wird geredet, die halt quasi sowas wie Deponia-Ratten sind. Wir haben die eigentlich, wir zeigen die nirgendwo, oder? Es gibt nirgendwo wirklich Wombats zu sehen. Dabei sind Wombats auch so niedliche Tiere. Wenn ich jemals eine zweite Deponia-Trilogie mache, dann werden dort vermehrt Wombats auftreten. Ein Herz für Wombats. Erdmännchenfalle, Erdhügel. Tja, also... Ja gut, viel Springer, hat er recht, ja. Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Titanlord, danke für deinen Host. Okay, gut, zwei Steine. Ja, dann müssen wir das jetzt blockieren, dass er nicht wegkommt. Er könnte hier hingehen und er könnte hier hingehen. Und er könnte aber auch noch da hingehen. Das heißt, wir klicken erstmal weiter. So, okay, von hier aus kommt er dahin. Und er kommt dahin. Er kann dahin, dahin und dahin. Also klicken wir nochmal weiter. Ich glaube, von hier hat er zu viele Möglichkeiten. 1, 2, 3, 4, ja. Das ist, glaube ich, nicht schlechter in der Ecke. Da kommt er dahin. Er kann hier hin. Und das war es auch schon. Das heißt, wir schnappen da einen Stein rauf und wir packen da einen Stein rauf. Und jetzt nehmen wir die Erdhörnchenfalle. Hey. Das ist eine Verarschung. Yay! Yeah. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Ich weiß ja, was ein Sprenger ist. So. Was habe ich jetzt eingesammelt? Ach, das Erdschnabeltierei. Laut Fibel ist das hier ein Erdschnabeltierei. Tirili, meine Sammlung wächst. Tirilo. Laut Fibel ist das hier ein Wasserschnabeltierei. Tirili, meine Sammlung wächst. Ja, damit machen wir jetzt was? Komm, wir würden sagen, wir speichern erst nochmal. Und dann würde ich jetzt ganz gerne speichern. Einmal, die ganzen Sachen,
machen hier die Blumengießen und dafür brauchen wir nämlich, das ist total albern, ne? China, oder? Ein Goldfischglas. Wir hatten einen Tiger-Schwimmfisch. Also ich nenne ihn Schwimmfisch bei mir. Und ne? Der passt ja farblich viel besser dahin. Naja, jetzt haben wir diesen hässlichen Zebrafisch. Was sollen wir jetzt damit machen? Wir können ja schlecht wieder umlackieren. Aber ich habe da gar kein Verständnis für. Wir könnten das Flugschnabeltier-Ei oben einspannen. Und richtig, das ist es. Ich weiß gar nicht, wofür wir den anderen Krams hier machen wollen. Was haben wir denn noch? Kohle für die Fußbodenheizung. Ne? Ja, aber die kriegt er nicht. Die Kohle werde ich brauchen. Und die Kerze. Und kann man das verbinden? Meine Sachen sind schon rußig genug. Eine kleine Erinnerung an all die lustigen Brände, die mein Mantel schon überstanden hat. Das ist die Pony. Oh, da ist nichts dämlich. Einmal mit Erde. Erdschnabeltierei. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. Ja, wie geil. Flusen. Hey, da ist ordentlich was von der Asche drin, die ich oben in den Flagomat geschüttet habe. Vielleicht kann ich die nochmal verwenden. Ach, echt jetzt? Okay. So, okay, ein Eimer mit Erde und Ei. Und Moment, dann ist... Nee, nicht das Flug, das, wir brauchen das Wasserschnabeltier. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Hallo? Mal, du kannst das doch, egal. Es ist 22 Uhr. Gut zu wissen. Ja, dann hole ich mir jetzt mal einen Cappuccino und dann gehen wir danach in den Endspurt. So würde ich das machen. Machen wir das so. Okay. Dann gibt's kurze Pause. Bis gleich. Hey, stopp doch. So, da sind wir wieder. So, einmal die Blumen gießen. Ah, soweit kommt's noch. Okay, machen wir nicht. Dann packen wir den Fisch aber ins Aquarium. Zu spät, er ist schon tot. Was? Wieso ist der tot? Warum ist er denn tot? Aber warum? Was mache ich jetzt dafür, damit? Dafür, dass Crane angeblich nur das Nötigste besitzt, ist sein Kram doch arg unnütz. Hab mir doch gleich gedacht, dass er nur angeben wollte. Hm, wie, du hast kein Bild. Wer hat Oslo? CPL, glaube ich dir nicht. Dann dafür, dass Crane angeblich nur... Komisch. Voila, ein Zebrafisch. Was mache ich denn jetzt damit? Dafür, dass Crane hab mir doch gleich gedacht, dass er nur Okay, das ist aber... Das überrascht mich jetzt aber gerade so ein bisschen. Wir sprechen nochmal mit dem Idioten da. Liebe, hey, Fisch, warte mal eben. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Okay, wir feuern jetzt erstmal das Luftei ab. Das ist es. Zack. Warum auch immer ich das so umständlich machen muss. Genau. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann... Was soll das denn? Krieg ich doch diesen dämlichen Knoten nicht mehr auf. Warum muss ich auch so ein begabter Knotenknüpfer sein? Jetzt ernsthaft? Du hast ein Rasiermesserfisch. Genau. Mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Na dann. Wow, eine makellose Sausebahn. Cool. Das brauchen wir aus irgendwelchen Gründen vielleicht nochmal, ne? Das heißt, wir füllen nochmal eben schnell die Asche ein. Sicher ist sicher. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Ganz sicher. Hä? Ach so, okay. Dann gehen wir nochmal runter. Ah, jetzt weiß ich. Mach mal das Flusensieb nochmal auf. Lies mal das Buch. Warum? Ich habe das Buch doch gelesen. Dieses Rätsel habe ich bereits gelöst. Das ist egal. Du nimmst die Flusen Dieses jetzt Dieses Rätsel habe ich bereits gelöst. Du sollst die Flusen mitnehmen. Dieses Rätsel habe ich bereits gelöst. Ja, toll.
Super, okay. Wir wollen jetzt einen Kescher daraus bauen. Kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Wir müssen noch einen Kescher bauen aus der... Mit... Ja, so ein Schaufeldings und so ein Quadratdings. Ne? Okay, ich habe zumindest alle Eier identifiziert. Das Ding ist abgeschossen worden. Und jetzt fliegt das Schnabeltier und jetzt muss ich mit dem Kescher einfangen. Ganz genau. Wie komme ich denn da ran? Da oben fliegt es jetzt vor sich hin. So weit, so gut. Jetzt muss ich es nur noch einfangen und zurück zu seinem Nest bringen. Jetzt mal ernsthaft, wie soll ich denn das einfangen? Geht schneller! Oh komm, mach hin. So, wir gehen nochmal nach oben. Mich irritiert, dass ich die jetzt abgenommen habe, die Hose. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Ja, dann mach die doch mal dran fest hier. An der Öse. Bei meinem Augenmaß und Fingerspitzengefühl bekomme ich selbst das dadurch getüdelt. Ja, dann tüdel mal. Ich würde es schaffen, aber ich will ja nicht angeben. Oder was? Ich bin zu beschäftigt, um mich trollen zu lassen. Warum wollt ihr mich auch trollen? Das gehört sich nicht. Kann ich mit der Öse gar nicht mehr machen. Wie soll ich den denn... Meine Sachen sind... Aber warum sollte... Es ist ja nicht so... Das versuche ich. Meine Sachen... Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Mit der einen... Das heißt... Ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Mit der Antenne? Ehrlich? Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Das sieht hätte überhaupt... ich ja noch ewig herumprobieren können. Ja, eben. Das sieht überhaupt nicht so aus wie mit der Antenne. Okay, gut, ist egal. Dann... Das sieht genauso aus wie der... Gut, dass ich so ein... Sonst hätte ich ja noch... Okay, so, und den Kescher bringen wir jetzt da an. Bei meinem Augenmaß und Fingerspitzengefühl, ich würde es schaffen. Früher hat es dir auch Spaß gemacht. Macht mir jetzt immer noch Spaß. Wobei die meisten Trollversuche beziehen sich ja irgendwie so nur noch aufs Alter. Komm, Schnabli, Schnabli. Ja, dummes Tier. Wie komme ich denn jetzt... Und wird dann irgendwann langweilig. Wie soll ich denn... Ich müsste auf den Baum klettern. Hey, Finger weg von dem Baum! Oh, was ist das denn dafür? Schau dir das Bild nochmal genau an. Also eigentlich schießt er den ja vom Berg runter. So. Höhe vom höchsten, so. Ihrer Stelle. Wir haben einen Kescher. Und dann muss ich den von hinten einfangen. Oder von vorne halt. Mit dem Kescher halt. Ich habe mir das Bild angeschaut, ja. Aber ich muss da hier keine... Komm, Schnabli, Schnabli. Ja, dummes Tier. Komm. Ja, dummes Tier. Ich habe das Gefühl, ich muss ihn irgendwie glücklich machen. Wir könnten ihm mal den Hammstaubsauger geben. Dann kann er Feierabend machen. Er hat eine Harke, er hat Laub. Er sollte wunschlos glücklich sein. Nee. Ist er nicht.
Könntest du einen Fisch gebrauchen? Eine Harke, er hat Laub, er sollte wunschlos glücklich sein. Kann ich den Kescher mit dem Baum benutzen? Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Schnell weg. Okay. Nee, der Hinweis, schau, das Bildermann hilft mir gerade nicht. Ah ja, jetzt sind wir hier in Uptown, endlich dem einzigen Ort in Kalifornien, wo tatsächlich noch der Garten geharkt wird. Ich glaube, das ist überhaupt der einzige Ort auf Deponia, wo das überhaupt nötig ist, weil es der einzige Ort auf Deponia ist, wo auch überhaupt Bäume wachsen. Aber diese wichtige Aufgabe fällt natürlich dem Glatzmanns zu. Da oben rechts ist er im Bild, der Gärtner. Danke übrigens, Tommy. Ich habe den Hinweis auch gar nicht gesehen. Das ist aber gut. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Da wurde mir nämlich gut, dass du da folgendes kleines Kinderlied immer vorgesungen. Oh, ich hoffe, es wird gesungen. Mich noch, wie es ging. Es ging etwa so. So, ihr lieben Kinderlein, es ist schon spät. Doch bevor es für euch ins Bettchen geht, ratet mal, wer da vor eurem Fenster steht. Draußen im Dunkeln, wo ihr ihn nicht seht, just sobald ihr eure Äugelein zugemacht, es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Schließt schnell die Äugelein, dann kommt er sogleich. Spitzt eure Ohren, lauscht jedem Geräusch. Dann hört ihr ihn atmen, vielleicht auch ein Schaben, fast lautlos das Kratzen an dem Fensterrahmen. Das kommt von der Harke, die er mitgebracht. Es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Jetzt alle Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Und nochmal Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. So, jetzt sage ich noch was. Okay, ich hätte so gerne mitgeklatscht. Das hat mir so in den Fingern gejuckt. Aber okay, es will ja nicht gemein sein. Also das Schnabeltier, was ich auf jeden Fall ausbrüten kann, das können wir ja schon mal machen. Dann gehen wir zu Fordogs Werkstatt, gehen da nochmal hin, gehen mal eben da rein, gehen in die Praxis und öffnen die Tiefkühltruhe. Ja, gern geschehen. Packen wir es da rein. Ja, was ist es? Denn das? Abububububububu. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Na komm mit. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Ja. Was? Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Was seht doch. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so ach, jung und schon so angriffslustig. So, was? Ich weiß auf 50%, bin jetzt auf 510 Hunde, Problem recht gut. Okay. Wie kann ich es denn mal mitnehmen? Jetzt vielleicht mit dem Kescher. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Ey, wie kriege ich das Schnabeltier denn da jetzt raus? Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Ja, haben wir doch. Hier. Damit kann ich höchstens ein paar Eiswürfel abklopfen. Ich brauche besseres Werkzeug. Ach komm, besseres Werkzeug. Sehr schön. Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Super, 1A.
Kalt. Etwas. Damals. Wie cool. Das Erdschnabel, die haben wir schon mal. Sehr geil. So. Jetzt. Die Kohle können wir doch eigentlich in den Ofen tun. Dafür ist es doch da. Guck, habe ich mich vorhin verklickt oder was? Das habe ich doch schon mal versucht. Jetzt machen wir Kerze. Würde ich ja, aber sie ist aus. Ja und? Ist doch egal. Gibt es denn irgendwo Feuer in diesem Spiel? Habe ich irgendwo was angezündet? Nee, jetzt ernsthaft, brennt hier irgendwo was? Wo gab's denn, gibt's Feuer irgendwo? Wo gab's denn Feuer? Ah. Da ist eine Kerze. Ja. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Sehr schön, sehr geil. Läuft. Läuft. Wo war ich denn jetzt eben? Ach so, okay. Zack. Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. Okay, jetzt könnte ich eventuell das Ei da oben nehmen. Aber so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Ja, nimm mit. Verdammt. Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Ach, nicht so. Och, nein. Pass mal auf.